spielen weiter. Neue Folge Subnautica. Wie immer live auf Twitch. Mit PP bei PPs Welt. Ja. Ich habe mir gerade was überlegt. Zwischen den Folgen. Und zwar muss ich mal ausprobieren. Ob ich ein Blumenbeet, also so nicht so einen großen Kasten, der wird nicht reinpassen, aber ob ich die kleinen drüben im Zyklopen bauen kann, weil dann könnte ich mir ja theoretisch und sogar auch praktisch das Tiefenmodul jetzt nur ein Blastahl machen verbraucht und ich Idiot habe drei gemacht. Ach, ich bin ein Vollidiot. Ich habe drei gemacht. Das waren drei Rubine. Nicht drei Blastahlbarren. Ah, ja gut, okay. Egal. Dann haben wir halt jetzt zwei Blastahlbarren übrig. Kupfererz, Gold, Blei und Diamant. Blei. Das Diamanten haben wir hier drüben. Glaube ich auch schon voll, ja. Na komm, dann hau ich dich jetzt in Sonstiges rein. Hier so ein Pflanztopf zum Beispiel. Ich nehme mal was mit. Und ich nehme auch mal hier was mit. Gut, ich nehme hier eh noch welche mit. Und so ein paar essen. Die esse ich ja auch. Ich nehme so eine Kartoffel mit, die sind besser. Eine chinesische Kartoffel, zweimal Blei und mein Konstruktionswerkzeug, zweimal Titan, nicht Blei. Ich habe schon wieder kein Titan übrigens. Ausrüstung. Dann eben hier. So, die haben wir mal hier unten rein. Genau, dann wollte ich ja noch das Reparaturwerkzeug bauen. Habe ich jetzt rübergenommen? Nein, die brauche ich nicht. Brauche ich jetzt erstmal auch nicht. Wobei, das kann ich rübernehmen. Das kann ich eigentlich alles rübernehmen in Zyklopen. Reparaturwerkzeug. Persönliches Werkzeuge. Laserschneider. Wo ist es hier? Reparatur. Silikongummi, Höhlenschwefel und einmal Titan. Also brauche ich nochmal einen Titan, weil ich ja zwei mitnehmen wollte. So, einmal Titan. Höhlenschwefel habe ich normalerweise noch. Höhlenschwefel. Ja, wie kann man nur so ein Hirn wie ein Sieb haben? Ich habe schon wieder vergessen, was das dritte war. Silikon. Lohnt sich auch nicht, einen eigenen Spind zu haben, aber den habe ich halt. So, ein Reparaturwerkzeug. Kupferdraht. Manche Sachen kann ich mir komischerweise merken, aber manche Sachen vergesse ich sofort wieder. Halt hier, Kupferdraht. Gut, dann hüpfen wir mal eins tiefer. Leeren das Ding hier aus. Trinken Schlückle. Warum bin ich da eigentlich so angenockt? Habe ich der Fisch so kaputt gemacht, dann muss ich ja jetzt quasi doch noch ein bisschen mehr essen. Dann esse ich nochmal eine chinesische Kartoffel, damit ich mich ein bisschen regeneriere, nehme eine neue mit. So, und jetzt schwimmen wir mal kurz rüber. Ich glaube, der geht jetzt mittlerweile nicht mehr an. Seit ich den Zyklopen habe, gibt es da nichts mehr. Oh, nur noch 4% Energie. Ich glaube, ich muss das Ding mal austauschen. Moment, hier sind Vorratsbehälter. Das heißt, ich kann mir hier bestimmt was an die Wand klatschen, so eine Batterieladestation oder sowas. Das geht bestimmt. Brauche ich denn dafür?
Kabelsatz bräuchte ich. Verdammt, habe ich nicht dabei. Aber das, ja, das geht. Dann klatsche ich mir das doch gerade mal daran. Aber jetzt gehen wir erstmal nach oben. Bauen dieses komische Reparaturmodul. So, bitteschön. Trockendock-Reparaturmodul. Bauen das ein. Halt. So. So, und jetzt? Es geht. Das heißt, es ist wirklich eine schwimmende Basis, die natürlich zerstört werden kann. Ich glaube, die normalen Basen können nicht zerstört werden. Das hier kann, der Zyklop kann natürlich zerstört werden. Deswegen wahrscheinlich auch die Täuschkörper. Falls mal ein riesen Vieh kommt, dich angreift, du nicht schnell genug wegkommst, damit du so einen Täuschkörper raushauen kannst. Der Zyklop nicht zerbombt wird. So, was haben wir denn hier? Engine powering up. So, jetzt können wir losfahren. Ah, das muss ich jetzt hier übers Steuer. Okay. Ich wollte jetzt nur mal wegfahren. Ich wollte jetzt nur mal testen. Was ist das hier? Volle Fahrt. Okay, was haben wir hier? Kamera. Ah, okay. Haben wir hier geräuschloser Antrieb. Ah, okay, und hier haue ich die Dinger raus. Okay, das ist einfach ein Sonar. Engine powering up. Warning, vessel counterfeit. Excessive noise. Warning. Engine overheat. Ahead standard. Ah, okay, weil ich gerade auf volle Fahr detected. Was ist denn jetzt schon? Was soll denn der Scheiß hier? Warum ist der jetzt überhitzt, um Gottes Willen? Was soll denn der Scheiß? Also Essen wächst, das ist toll. Aber warum ist denn der überhitzt? Bloß weil ich hier kurz auf... Moment. War ich hier kurz auf volle Fahrt gegangen? Emergency Speed. Das ist Emergency Speed. Ahead slow. Engine powering down. Aha. Okay, mit dem Ding muss ich mich jetzt erstmal noch. Ich drück nochmal aufs Horn. Damit auch jeder weiß, dass ich hier bin. So. Was kann das Ding? Ach, hier ist noch ein Feuerlöscher, okay. Also haben wir nur die Anzeige, wie gut es dem Schiff geht, oder wie?
Ah, da sehe ich ein bisschen mehr, glaube ich dann. Ah, mit diesem Riesenteil muss ich mich auf jeden Fall erstmal vertraut machen. Was ich auf jeden Fall noch machen werde, hier irgendwelche Dinge an die Wand klatschen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich den, wo ich das Zeug hinbauen möchte. Ich meine, hier mache ich noch ein... Soll ich den hier stehen lassen oder soll ich den lieber hier drüben hinsetzen? Weil wenn ich hier was an die Wand machen will... Was gibt es denn noch für Module, die ich noch nicht habe? Ich meine, ich könnte hier jetzt ja alles reinmachen. Ich könnte hier einen Fabrikator, einen Kommunikator, Medikit und so weiter. Könnte ich alles ja an die Wand klatschen. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist die Batterieladestation. Die baue ich auf jeden Fall hier rein. Ansonsten, meine Schildgenerator, okay, das sind ja aber die Module. Aber hier vom Zyklop selber gibt es wohl nichts mehr. Das heißt, ich kann ja wahrscheinlich schon aber machen, was ich möchte. Gut, ich brauche halt jetzt Nickel. Brauche ich überall. Ich brauche hier für das Neptun-Haupttriebwerk brauche ich Nickel. Für den Krebs Sprung Dingsbums Antrieb brauche ich, okay, ich könnte mal so einen Raubtier-Täuschkörper bauen, damit ich das mal an Bord habe. Also ich brauche die Titan und Kabelsatz. Das heißt, wir gehen jetzt mal kurz zurück. So, hier kann man schon ein bisschen was einlagern. Ja, ich freue mich auch zu Hause zu sein. So, wir brauchen Titan. Jede Menge Titan. Hier ist nichts mehr drin. Hier war noch was drin. Zwei von den Dinger da und dann brauche ich noch, ich habe keine Ahnung wie viel, ich nehme einfach mal alles mit, was ich habe und jetzt habe ich kein Titan mehr da. Das ist natürlich auch nicht so toll. Täuschkörper. Kabelsatz. Silber. 1, 2. Super, kann ich den auch hier bauen? Ja. Ah, das sind 3 Stück gleich. Ist richtig gesehen? Ja, das sind 3 Stück gleich. So, dann gehen wir mal nach unten. Ich meine, so ein Fabrikator macht natürlich schon Sinn, wenn man unterwegs ist. Gold und Tischkoralle habe ich doch noch. Ich habe keine Tischkoralle mehr. Muss ich die jetzt etwa extra holen, deswegen. Scheint so. Moment, Gold haben wir aber hier drin. Wir schauen nochmal, was wir sonst noch brauchen. Tischkoralle holen wir. Kupferdraht und Kabelsatz. Also brauche ich nochmal. Okay, jetzt geht mir wirklich langsam das Silber aus. Also mal Kabelsatz. Ich habe aber auch nicht mehr so viel Kupfer. So. Also dann machen wir hier nochmal kurz Kupferdraht und einen Kabelsatz. So, dann kann ich bauen. Batterieladestation. Ja, kann ich bauen. Den Fabrikator brauche ich Tischkorallenprobe und ich brauche hier nochmal Kupfer, um den Kommunikator zu bauen, falls ich den überhaupt noch brauche. Aber wer weiß. Das ist auf jeden Fall noch was. Zweimal Rubine und einen erweiterten Kabelsatz. Oh, was brauche ich denn dafür? Da brauche ich den normalen Kabelsatz, den habe ich. Ich brauche zweimal Gold und einen Computerchip. Ich brauche noch Tischkorallen. Okay. Zum Glück habe ich die direkt vor der Haustür. Das habe ich jetzt schon 100 Mal gesagt, ich weiß. Das war ein Messer hier.
reicht das schon? Das müsste reichen. Also, nochmal. Dafür brauche ich Kupfer, deswegen weiß ich nicht. Aber den Fabrikator bauen, die Energiezelle, gut, da brauche ich erstmal ja, den erweiterten Computerchip und den ganzen Scheiß da. Okay, dann machen wir erstmal das. So, wir brauchen nochmal einen Kabelsatz. Brauchen zweimal Gold und einen Computerchip. Brauchen nochmal Kupferdraht. So, jetzt brauchen wir noch zweimal Gold, zweimal Silber. Silber geht mir jetzt auch aus, Kupfer wird mir gleich ausgehen. Gold brauche ich zweimal. Ja, man dachte, man hat viel. Man sieht, man wird eines Besseren belehrt. So, jetzt kann ich aber alles bauen, was ich will, glaube ich. Jetzt kann ich den Fabrik. Ne, ich brauche noch einmal Gold. Zweimal Rubin. Gold habe ich ja Gott. Also Gold habe ich wirklich noch genügend. Einmal Gold und zwei Rubine. Glaube ich hier reingeschmissen. Zumindest ein Teil davon. So. Okay. Dann kann ich jetzt raus. Kurz hoch in den Zyklopen und das ganze Zeug da bauen. Ja, ich bin auch gerne hier. Das ist toll. Das baue ich nämlich jetzt alles hier hin. So. Einmal baue ich dich. Dann baust du mir jetzt hier einen Fabrikator hin. Der Batterieladestation. Eine Energiezellenladestation. So, hier werden wir gleich mal tätig werden, denn hier haben wir nämlich nichts mehr drin. Warum gehe ich gerade immer über Escape? Gut. Dann werde ich dich schon wieder verlassen müssen. Was haben wir eigentlich hier? Achso, das ist dieses. Ich den anders benennen. Erstmal nicht. Nee, erstmal nicht. So, was habe ich denn jetzt noch im Inventar? Ah, die Täuschkörper. So, einen rein. Will ich doch hier mal ein bisschen was reinjagen. Wobei, das lagere ich unten. Hier mache ich jetzt erstmal nur die beiden Täuschkörper rein hierfür. Ich habe jetzt jede Menge Platz. Ja, komm. Direkt daneben noch ein. Direkt hier rein. Mal essen. Jetzt sind wir fast ausgerüstet. So, haben wir noch ein paar Tischkorallen hier. Die werde ich unten lagern. Und dann werde ich mich mit dem Zyklopen mal. Das Einzige, was ich jetzt natürlich nicht habe, ist Wasserversorgung. Das habe ich natürlich nicht hier. Aber Essen habe ich. Gut, die Dinger, die geben ja Wasser, aber halt nicht reines Wasser. Das habe ich nicht. So, Energie. So, das Lustige ist ja, wenn ich die Energiezelle hier entnehme und hier lade, dann lade ich mit dem Schiff, mit der Schiffenergie die eigene Energiezelle auf. Ich weiß nicht, ob das Schiff blickt. Das würde mich mal interessieren.
Ja, okay, es wird Energie abgezogen. Gut, schade, das Schiff blickt's. Wäre lustig gewesen, wenn nicht. Wenn ich mich quasi selbst hätte aufladen können. Ich meine, das wird wahrscheinlich gehen. Nee, wobei, das geht nicht, sonst würde es schon funktionieren. Sind beide bei 100, dann ist hier drüben eine noch schon entladen. 100, 190, ja. Schade. Wie gesagt, hätte funktionieren können. Tut es nicht. Hier wächst mein Essen. Hier habe ich meine Grundversorgung. Gut, die Energiezellen-Ladestation, die werde ich, glaube ich, eher wieder hier wegnehmen. Weil, ich weiß nicht, wo der überhaupt seine Energie hernimmt. Nur durch die Energiezellen, glaube ich. Dann bringt es ja nichts, wenn ich die selber auflade. Nee, das machen wir wieder weg. Die muss ich in der Station bauen. Aber die Batterie, klar, die wird halt durch die Energiezellen aufgeladen. Das ist aber okay, weil die Batterien brauche ich öfters. Der Fabrikator, das ist auch in Ordnung. Gehen wir gerade mal wieder kurz zurück. Dann baue ich hier die Energiezellen-Ladestation. Ladestation auf. Wie, keine Begrüßung? Was ist da los? Macht die Modifizierstation Sinn? Im Zyklopen? Ach komm, ich baue sie hier hin. Ich sollte vielleicht auch immer noch Reserveenergiezellen mitnehmen. Moment, ich habe ja welche, fällt mir gerade ein. Ich habe doch drüben in der Aurora so viel mitgenommen, genau. 3 Energiezellen. Ich könnte eigentlich auch noch welche bauen. Ich baue nochmal 2. Ich weiß zwar nicht genau wie, weil ich die noch nie gebaut habe, aber wir können es dann direkt nachgucken. Energiezelle, 2 Batterien und Silikongummi. Moment, ich habe jetzt 4 Batterien aufgenommen, glaube ich. 1, 2, 3, 4, genau. Und Silikongummi. 2, dann bauen wir nämlich noch 2 Energiezellen. So, damit ich auch immer welche auf Vorrat habe. So, der hier, der arbeitet jetzt, ja, der arbeitet ganz schön aktuell. So, wir nehmen jetzt, im Moment habe ich hier noch Platz. Ein Salz können wir noch rausnehmen, also machen wir das doch. Ein Salz bitte. So, Salz hier raus. Also die Energiezellen, die werden wir drüben im Zyklopen parken. Jetzt noch kurz was. So. Ich glaube, das Ding brauche ich nicht mehr. Rein in den Zyklopen. Die werde ich auch hier reinschmeißen. So, und das ist dann die Reserveenergie. Ich meine, das sind jetzt 5 Stück, 6 sind von vornherein hier drin. Das müsste eigentlich reichen. Gut. Noch so viel Platz, irgendwas zu. Gut, hier, ja, gut, hier hat man schon mal davon, hier nicht. Aber hier kann man noch Spinde bauen. Wahrscheinlich sogar 2 übereinander, ich bin mir nicht sicher. Hier kann man noch Sachen. Also, das ist wirklich eine riesen schwimmende Basis. Das Einzige, was man hier wirklich nicht selber reinbauen kann, ist die Wasserversorgung. Aber ansonsten scheint man hier wirklich alles einbauen zu können. Und man kann halt entweder Motte oder Krebs mitnehmen, aber nicht beides. Ich weiß jetzt nicht, was sinnvoller ist. Jetzt momentan
Solange ich Tiefenmodul 2 noch nicht habe, ist die Motte auf jeden Fall sinnvoll, denn wir können beide gleich tief tauchen. Das heißt, das Ding hier ist ja unheimlich schwerfällig. Die Motte ist schön leichtgängig. Jetzt sollte ich mir nur einig sein, wo ich damit überhaupt hin möchte. Das ist natürlich die andere Frage. Irgendwo noch eine zweite Bar. Und ja klar, und was man damit natürlich nicht machen kann, ist, es ersetzt natürlich keine Scannerbasis, um Material zu scannen. So, Innenbeleuchtung machen wir aber wieder an. Ich möchte ja was sehen. Ich könnte vielleicht noch ein oder zwei Feuerlöscher mitnehmen. Dazu brauche ich aber noch Titan. Das habe ich gerade nicht mehr. Ich glaube, ich habe alles mitgenommen, was ich hatte. Ich habe, glaube ich, unten drei Stück oder sowas raus. Ich muss noch ein bisschen Titan suchen gehen. Gehen wir mal hier rüber. Ach, verdammt. Das Ding hatte ja keine Energie mehr, weil ich die ja hier aufgeladen habe. Also schnell wieder rein. Die Batterie holen. 84%, ja, das ist okay. Und nur wieder raus. Und kurz darüber. Diesen Schrott einsammeln, hier liegt bestimmt was rum. Und wenn nicht, dann gehen wir halt hier an die Dinger ran. Blei. Ne, das war Silber. War das Silber oder war das Blei? Im Prinzip auch egal. Ich möchte Schrott haben. Eigentlich nur den Viechern hier folgen. Hier liegt ein Zahn von denen rum. Den brauche ich nicht. Alter, warum greift er mich an? Seid ihr so böse auf mich? Am Anfang vom Spiel haben sie einen immer in Ruhe gelassen. Natürlich finde ich, ja doch, hier ist ein bisschen total Schrott. Ich darf das nicht vergessen, dass ich in meiner Basis keinen Schrott mehr habe. Deswegen muss ich jetzt noch ein bisschen was einsammeln. Den Titan brauchen wir nämlich noch. Kupfer sowieso, auch gut. Titan, ja, nee, jetzt nehme ich es mal mit. Bin ich nicht böse drüber, auch wenn mir Kupfer oder Silber tatsächlich lieber wäre. Ganze Salz, das braucht kein Mensch. Zu Beginn, wo ich es gebraucht habe, habe ich es nicht gefunden. Wo ist hier irgendwo noch was? Warum ist eigentlich immer dunkel? Immer ist dunkel, wenn ich unterwegs bin. Ich weiß, ich könnte schlafen. Ich könnte den Scanner wieder anschmeißen. Aber dann kann ich hier nur auf eins. Ich will jetzt hier gerade mehrere Sachen. Auch alles, was hier so rumliegt. Blei. Gut, Blei wollte ich jetzt nicht. Blei wollte ich jetzt nicht, deswegen kriege ich es gerade dauernd. Silber, genau. Silber ist gut. Kupfer ist auch gut. Noch irgendwo ein bisschen Schrott. Hier wird doch wohl noch ein bisschen Schrott rumliegen. Ne, irgendwie nicht. Der hier hat ein paar Säurekapseln abgeworfen. Hier liegt Schrott rum.
Zahn, nee, einen Zahn brauche ich nicht. Ich habe genügend Zähne. 30 Seconds. Ja, ist ja gut. Ich hol mal kurz Luft. Der Mond ist immer noch schön, auch bei wiederholtem Betrachten. Also Mond Nummer 2. So. Kein Metallschrott irgendwo abgeworfen. Wie viel Platz habe ich? Oh, ich habe fast keinen Platz mehr im Inventar. Dann suchen wir jetzt mal noch ein bisschen random, ein bisschen rum, was wir hier noch so rumliegen haben. Titan. Hier ist noch was an der Wand. Gold, yeah. Also bitte erinnert mich nicht daran, falls mir irgendwann mal das Gold ausgehen sollte, an diese Folgen, wo ich mich ständig drüber beschwert habe, dass ich so viel Gold habe. Ich möchte es dann nicht hören, weil ich es bestimmt niemals gesagt habe. Das denkt ihr euch nur aus. Silber, das nehmen wir doch gerne noch. Dann haben wir noch nichts mehr. Voll bis oben hin, also gut. Will ich das jetzt im Zyklopen laden oder will ich das in der Basis ausladen? Das ist eine gute Frage. Nein, ich lade das in der Basis aus. Der Zyklop ist ja nur die mobile Basis. Ich brauche das ja hier. Ich glaube, den braucht man echt nicht mehr. Ja, ich habe es jetzt zum 100. Mal gesagt. Ich werde es aber, glaube ich, noch ein paar Mal erwähnen. Halt, Moment, Titan raus. Dann Titan machen. Und das sehe ich gerade in meinem Inventar. Ich hätte auch das Stase-Gewehr im Zyklopen ausladen können. Da hätte ich mehr Platz gehabt. So. Das ist erledigt. Haben wir jetzt wenigstens wieder ein bisschen Titan auf Vorrat. Ein bisschen Silber wieder, 3 Stück, besser als nix. 4 Kupfer ist auch schön. Das Gold auch raus und Blei. Gut, das war jetzt nicht. Habe ich zwar jetzt nicht so mega viel, aber das brauche ich zumindest aktuell nicht so viel. Gut, jetzt lade ich noch das Zeug drüben aus. Dem ich mir noch ein Kartoffelchen genehmigt habe. So, ich springe jetzt noch mal kurz rüber in den Zyklopen und lade das Zeug noch mal kurz aus. Nur Tischkorallen habe ich hier rein, sonst nichts. Hier die beiden Dinger rein. Ja. Dann heißt es eigentlich irgendwann demnächst, auf geht die wilde Fahrt. Weiß allerdings noch nicht wohin. Ich brauche Nickel. Möchte ich da mit dem Zyklopen überhaupt schon hinfahren? Wie gesagt, ich habe hier natürlich Essen und in gewisser Weise auch Getränkeversorgung, denn die chinesischen Kartoffeln, die bringen natürlich auch ein bisschen Flüssigkeit. Ach, Träume sind leer. Da ist was drin, genau. Oh, hier habe ich auch noch Rubine und das Zeug drin. Das nehme ich noch raus. Das muss ich noch in der Basis abliefern. Ich weiß ja auch, wo die abgeblieben sind. Ich habe mich vorhin schon gewundert. So viel habe ich doch gar nicht verbaut. So, dann machen wir noch kurz. Einmal zurück.
Turbinen, genau, und sonstiges. Turbine raus. Gold raus. Titan raus, wobei ich jetzt mal kurz gucken wollte, ich wollte mir noch eine Boje bauen. Ich habe nämlich nur eine dabei. Titan und Kupfer. Haben wir drei. Dann habe ich noch drei Kupfer auf Vorrat, das ist natürlich nicht so Bombe. Aber die Bojen, die brauche ich schon drüben. Denn wer weiß, wo mich der Zyklop jetzt hinführt. Aber ich wundere, dass man überhaupt keine Hinweise jetzt mehr vom Spiel bekommt. Das heißt, ich begebe mich jetzt einfach auf Nickelsuche. Und alles andere ist erstmal egal, oder wie? Und ich persönlich habe keine Ahnung, wo ich einen Nickel finden kann. Ob ich eine zweite Basis bauen will, das ist noch eine Frage. Wird wahrscheinlich schon Sinn machen. Aber wo? Gut. Ja, das Ganze sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin habe ich mir Gedanken gemacht. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.